Hallo zusammen, mein Name ist Thorsten. Ich vertrete heute meinen Kollegen Alex von Sourcenet. Alex ist waschechter Einkaufsprofi, hat viele, viele Jahre für eine sehr namhafte Einkaufsberatung gearbeitet und ist nun verantwortet nun den Einkauf in einem Familienunternehmen. Und Alex kämpft wahrscheinlich ähnlich wie Sie mit dem Thema Lieferkettengesetz und hat das Problem, dass es keine richtig gute und vor allen Dingen bezahlbare Software für den Mittelstand gibt. Und dachte sich, da muss er Abhilfe schaffen. Und darum haben wir von Sourcenet eine cloudbasierte Software entwickelt, die diese Lücke schließen soll. Es geht im Grunde um Folgendes. Zunächst müssen wir ja im Lieferkettengesetz eine Zuständigkeit klar benennen und dokumentieren. Das kann man als erstes tun und man kann dann die entsprechende Grundsatzerklärung auch abgeben. Das ist alles AI-gestützt und wird relativ automatisch und flink generiert. Im nächsten Schritt kommt eigentlich mit der wichtigste, nämlich der Import Ihrer Lieferantendatei. Die reicht völlig in irgendeinem beliebigen Excel- oder CSV-Format, wird eingespielt und dann erfolgt im Grunde eine Risikoabwägung. Ja, also ein Blechteil aus Bottrop ist möglicherweise weniger risikobehaftet als seltene Erden aus China. Und daraus wird dann im Grunde werden Risikogruppen erstellt und im nächsten Schritt erfolgt dann die Dateianalyse. Das heißt, basierend auf dieser Risikoeinschätzung versenden wir Fragebögen aus dem Tool heraus direkt an Ihre Lieferanten. Die Lieferanten beantworten das, natürlich gratis für die Lieferanten, beantworten das im Tool und so wird eine Datenbank all Ihrer Lieferanten erstellt. Daraus abgeleitet werden Maßnahmen definiert. Der Vorteil ist, die Lieferanten sind möglicherweise bekannt, weil vielleicht liefern die auch anderen Nutzern von Sourcenet bereits haben die Daten geliefert und eingestellt hier. Und entsprechend kann in einem kollaborativen Verfahren können Risiken und Maßnahmenpläne erstellt werden von Mitarbeitern, aber auch von Lieferanten. So, wichtiger Punkt und Teil des Lieferkettengesetzes natürlich das Whistleblowing. Es mag sein, dass der Mitarbeiter eines Lieferanten hier etwas zu berichten weiß, was für ihr Unternehmen möglicherweise gefährlich sein kann. Und Sie können hier anonym mit diesem Mitarbeiter chatten und so das Risiko analysieren und möglicherweise beheben. So, nicht zuletzt geht es natürlich darum, einen Lieferkettenbericht zu erstellen. Auch das wird wieder AI-gestützt hier gemacht. Und wir unterstützen auch dabei, der BAFA ganz konkrete Anfragen zu beantworten in Bezug auf die Lieferkette. So. Warum haben wir das überhaupt getan? Bisherige Softwarelösungen wurden in der Regel für Konzerne entwickelt, auch von Konzernen finanziert, sind komplex, sind schwierig zu implementieren. Berater kosten viel Geld, schwierige Preismodelle. Man weiß im Grunde vorher noch gar nicht, was kostet es mich, bis das Tool wirklich für mich funktioniert. Und nicht zu vergessen, warum ist das alles so teuer? Weil es in der Regel keine reine Lieferkettensoftware ist, sondern eine Software, die für den gesamten Einkaufsprozess gemacht ist. So, wir haben das anders gemacht. Wir haben mit Praktikern aus dem Mittelstand dieses Tool entwickelt, haben uns wirklich fokussiert auf das Lieferkettenthema, haben eine super einfache Preisgestaltung, die zeige ich gleich einmal, total intuitive Oberflächen, so wie man das von jeder Webanbindung im Grunde, von jeder Webanwendung im Grunde kennt. Und am Ende des Tages wurde das alles hier in Deutschland entwickelt. Wir sind fast fertig mit der Entwicklung. Das Gute ist für alle, die kurzfristig einsteigen, sie können noch ihre eigenen Einflüsse geltend machen und noch an kleinen Stellschrauben drehen. So, jetzt zeige ich einmal das Preismodell hier. Also, wichtigste ist natürlich für Lieferanten, ist das Ganze gratis. Und für alle Unternehmen bis 250 Mitarbeiter ist das Tool ebenfalls kostenlos zu nutzen. Für alle weiteren gibt es einen Preis zwischen 200 und 1000 Euro im Monat, also nicht die Welt. Und es gibt einen White Glove Onboarding Service, in dem wir praktisch das Ganze bei Ihnen implementieren. Aber, kleines Goodie, wenn Sie sich hier und heute noch an unserem Messestand bei meiner reizenden Kollegin Eva melden, dann ist dieser Onboarding Service aktuell gratis. Fragen können auch gerne am Stand beantwortet werden. Vielen Dank.